Baseball ist natürlich keine Flächensportart wie Fußball oder eine Traditionssportart wie Handball oder Hockey in Deutschland. Aber gleichwohl haben wir natürlich viele Städte, die sozusagen Hochburgen sind. Mainz und Regensburg sind zwei davon. Und da ist Baseball halt nicht einfach nur so eine Randsportart, sondern da ist Baseball wirklich eine angesehene Sportart. Baseball ist eine Mischung aus einer Mannschaftssportart und einer Einzelsportart. Man spielt als Mannschaft, aber in diesem ewigen Duell zwischen Werfer und Schlagmann ist man doch auf sich alleine gestellt. Aber wenn sozusagen die Verteidigung miteinander arbeiten muss, dann wird es zu einer Mannschaftssportart. Und das gepaart mit sozusagen der Komplexität und der strategischen Anforderungen dieser Sportart, das ist das, was es ausmacht. Eine große Sache haben wir ja geschafft. Wir haben nicht nur den ersten, sondern den zweiten Deutschen, der aktuell in der Major League Baseball spielt. Und insofern haben wir da, glaube ich, schon mal den Einstieg geschafft. Gleichwohl glaube ich, dass wenn noch ein bisschen mehr mediale Präsenz unserer Sportart auch eingeräumt wird, ich glaube, dann können wir noch mehr Leute auch von der Sportart begeistern. Und dem Boom, den es zum Beispiel beim Football gibt zum Teil hier in Deutschland für die Sportart, ich denke, auch das kann man für Baseball schaffen und die Begeisterung auch hier in Deutschland sozusagen herstellen.